Hallo, grüß euch. Ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und heute machen wir was ganz Schnelles. Ich zeige euch heute, wie ich diese Kakaotrüffeln gemacht habe und das aus nur zwei Zutaten. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und da hätten wir auch dann schon unsere Zutaten. Ich habe hier einmal 100 Milliliter Kondensmilch. Das habe ich mir jetzt bei einer Minute in der Mikrowelle aufgewärmt bei 600 Watt. Und 50 Gramm Backkakao. Und als erstes geben wir uns mal circa die Hälfte in die Kondensmilch und rühren das da schön ein. Und dann wieder einen Teil. Und dann zum Schluss gebe ich einfach alles dazu und probiere das halt so gut wie möglich, wie es halt geht, miteinander zu verbinden. Wenn es bei euch dann auch schon so aussieht, also so eine festere Masse, dann kneten wir dann die Masse ein bisschen durch, bis es den ganzen Kakao aufnimmt. So sollte das dann circa aussehen. Und jetzt formen wir daraus einfach nur eine, ja, sowas wie eine lange Schlange. Also muss man nicht machen, aber ich tue mir dann halt einfach leichter beim Proportionieren. Und das wickeln wir jetzt dann schön in Alufolie. Und entweder kann man das jetzt in den Kühlschrank geben, wenn man das jetzt später verarbeiten möchte, oder man gibt es in den Gefrierschrank, was ich jetzt auch machen werde für 15 Minuten. 15 bis 20 Minuten circa. Gut, jetzt merkt man, dass es deutlich fester geworden ist. Jetzt holen wir das nur einmal aus der Folie raus. Und jetzt proportionieren wir uns die Kugeln, ja, so groß wie wir wollen, halt circa. Das ist nicht so genau. Das bleibt dann ganz euch überlassen, wie groß ihr die dann macht. Und dann nehmt ihr euch das und formt dann daraus eine Kugel oder ja, was auch immer ihr halt recht wollt. Und so sieht das Kügelchen dann halt aus. Es ist halt ein bisschen schwer mit den Handschuhen das zu machen, aber ja, ihr könnt das ja auch ohne machen oder mit vielleicht ein bisschen kleineren, dann geht es vielleicht ein bisschen einfacher. Dann nehmt ihr euch die Kugel und jetzt geben wir sie dann in den Kakao rein und schwenken sie dann einfach schön. Und so sieht das Fertige dann aus. So sehen jetzt meine fertigen Kakaotrüffel aus. Ich finde, es ist auch eine super Idee, die zu verschenken, einfach in ein schönes Sackerl hinein. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, schaut euch noch meine anderen Videos an. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Schaut mal auf Facebook bei mir vorbei. Ja, sonst bis zum nächsten Mal. Ciao!